Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tollfuß und wir lernen heute Imperator Rome. Wir erklären Krieg und zwar der Nation Sabinien und seinem Verbündeten Picentien. Eine Sache müssen wir uns vorher noch anschauen, bevor wir losziehen. Ich gehe ganz kurz nochmal raus. Und zwar haben wir hier die Senatsentscheidung bei der Option Krieg erklären. Und zwar ist der Senat aktuell gespalten über diese Diplomatieoption. Das heißt für uns, sobald wir Krieg erklären, erhalten wir auch 5 Tyranneipunkte hier oben. Da wir aktuell 0 Punkte haben, ist das nicht so dramatisch. Wir werden auf alle Fälle Krieg erklären, aber für die Zukunft muss man hier ein bisschen aufpassen. Also wir gehen nochmal rein, müssen uns entscheiden, ob wir jetzt hier Eroberung von Etrurien oder von Picenum machen. Ich würde sagen, hier oben die Stadt Nequinum in Etrurien ist ein ganz gutes Ziel, weil wir mit unseren 10.000 Einheiten gleich hier reinmarschieren können, ohne dass er was dagegen tun kann und wir uns dieses Kriegsziel sichern können. Wichtig ist auf alle Fälle, dass wir alle Städte hier einnehmen, auch die vom Verbündeten, damit wir hinterher ganz gut verhandeln können und uns dementsprechend viele Städte sichern können. Also Eroberung von Etrurien ist ausgewählt. Wir klicken auf OK. Sabinen mit dem Kriegsziel Eroberung von Etrurien den Krieg erklären, dies im Senat zu erzwingen, erhöht die Tyrannei um 5. Bestätigen. Und damit sind wir im Krieg. Automatisch hat sich die Meinung von Sabinen hier auf minus 200 geändert. Ist natürlich verständlich. Wir haben hier oben ein neues Symbol im Krieg und wir haben hier unten den Kriegspunktestand. Aktuell beträgt der 0. Man kann hier draufklicken und erhält eine Übersicht über den aktuellen Kriegsverlauf. Wir haben hier oben den Namen des Kriegs. Wir haben hier die eingesetzten Einheiten. Wir haben hier die gegnerischen Einheiten. Wir haben hier die Kriegsparteien. Bei uns sind es doch ein bisschen mehr wie bei ihm jetzt. Und hier unten dann den Kriegsverlauf. Und sobald wir hier unten genügend Punkte gesammelt haben, ideal wären 99 oder 100 Punkte, dann gehen wir auf Frieden verhandeln und werden mit den Kriegsparteien abstimmen, welche Städte wir zu uns rüber wechseln. Okay, also was machen wir jetzt? Er hat hier drüben 9000 Einheiten, hier 8000. Ich gehe jetzt davon aus, dass unsere Verbündeten sich erstmal hier um den kümmern. Deswegen schicken wir unsere 10.000 Einheiten mit einem Rechtsklick Richtung Tribula und die 10.000 Einheiten mit einem Rechtsklick Richtung Nequinum. Wir können auch mal schauen, wo er welche Burgen hat. Er hat hier drüben eine feindliche Burg mit der Stufe 1 laut Tooltip und der Verbündete hat hier drüben eine feindliche Burg der Stufe 1. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach hier durchmarschieren und hier hoch, um zum Beispiel hier oben zu belagern, sondern wir müssen erst die Burgen hier einnehmen. Okay, ich nehme die Pause mal raus. Wir können ruhig mal auf Stufe 2 gehen, damit das etwas schneller vorwärts geht. Und während sich die Leute hier noch sammeln, wir schauen mal, ob die jetzt zusammen angreifen oder was er macht. Eventuell müssen wir darauf dann reagieren. Er verschwindet erstmal Richtung Norden, während die 8000 hier mal rüber marschieren. Wenn er sich jetzt gruppieren würde, wir machen mal Pause, mit seinen kompletten Einheiten und hier rüberlaufen würde, dann hätten wir ein kleines Problem. Dann müssten wir auf alle Fälle hier reagieren und hier rüberlaufen. Die beiden Armeen fangen jetzt an, diese Städte zu belagern. Da diese Städte keine Festungen beinhalten, geht das relativ schnell. Man sieht hier einen Balken mit 100% und der füllt sich langsam mit einer grünen Fläche. Und sobald die grüne Fläche hier rechts angekommen ist, gilt die Provinz als belagert. Wie das dann später bei den Festungen ausschaut, schauen wir uns gleich an. Wir haben, während wir belagern, auch Zermürbung oder Verschleiß. Das heißt, wir verlieren Einheiten. Diese werden hinterher aber dann durch unsere Rekrutenreserve wieder ausgefüllt. Aber das soll man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man hier auch etwas Verluste hat. Wenn alle Stricke reißen sollten und wir irgendwie aus welchem Grund auch immer Einheiten verlieren und eventuell sogar den Krieg verlieren, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, hier Söldner anzuheuern, über kurz oder lang. Wir schauen mal, was er macht. Er geht jetzt Richtung Süden mit seinen 8000 Einheiten und kommt in Peltuinum am 19. März an.
Offenbar geht er Richtung unserer Verbündeten. Das ist für uns gar nicht schlecht. Dann soll er sich zuerst mal mit unseren Verbündeten herumschlagen, während wir hier seine Ländereien besiedeln bzw. belagern. Wir haben hier ein Symbol, das man sieht, wenn es zu einem Kampf in einer Stadt kommt. Hier steht auch, am 2. April 451 wird es hier zwischen Pelignien und Picentien zum Kampf kommen. Offenbar ist er nicht schnell genug, dass er diese Stadt hier verlässt. Deswegen kann er ihn noch abfangen. Und ich denke mal, er wird die erste Niederlage jetzt einstreichen, wenn er nicht sich entscheidet, zum Beispiel mit seinen 9000 hier noch reinzukommen, um hier Hilfe zu erstatten. Hilfe zu leisten natürlich. Okay, wir lassen weiterlaufen. Wir bekommen ein Angebot. Ein Gesandter aus lateinisch Lokalmacht Nuzerien bittet darum, Eisen aus Latium importieren zu dürfen. Dies würde unseren Hauptstadtüberschuss entfernen, wodurch wir folgenden Bonus verlieren. Schwere Infanterie, Disziplin plus 10. Das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Wir haben uns bisher mit dem Handel noch nicht befasst. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal ablehnen. Und wir schauen uns das dann später an, wenn etwas Ruhe eingekehrt ist, wie das mit den Handelswegen funktioniert. So, wir schauen mal, was hier passiert. Hier wird jetzt gleich mal gekämpft. 4000 Einheiten sind vorher angekommen. Die zweite Armee mit 4000 Einheiten kommt am 3. April, also morgen, an. Ich denke mal, dass er hier ja keine Chance hat. Deswegen wurde die Armee jetzt auch vernichtet. Er bleibt erstmal hier stehen. Das soll gut für uns sein. Wir haben diese beiden Städte hier belagert. Nicht wundern, das hier oben ist zwar grün, allerdings kann das nicht betreten werden, weil es unpassierbares Terrain ist. So, was wir jetzt machen ist, wir sammeln unsere Einheiten erstmal in einer Provinz, damit wir geschlossen hier rüber marschieren können. Nur für den Fall, dass er auch geschlossen marschiert. Wir könnten theoretisch mit den 10.000 jetzt hier rein marschieren, aber dann laufen wir Gefahr, dass er mit seinen Einheiten hier reinläuft und uns angreift und uns eventuell sogar besiegt, bis wir mit unseren 10.000 hier zu Hilfe kommen, dass wir dann zu spät kommen und diese Einheiten verlieren. Die kommen an am 30. April, also in 15 Tagen. Wir schauen mal, was hier an Versorgungslimit drin ist. Versorgungslimit 20. Das heißt, es wird nicht reichen, dass wir hier unsere 20 Armeen stehen lassen, weil wir dadurch wieder Verschleiß haben. Aber wir schauen mal, wo wir hinlaufen. Er bleibt mit seinem 5000 erstmal stehen und wir schauen mal, ob wir ihn noch erwischen. Ah, er ist zu schnell. Er kommt am 21. Mai hier drüben an. Und wir, schauen wir mal, wann wir ankommen. Wir kommen an am 27. und am 29. Mai. Das hängt auch immer etwas davon ab, wie gut unser General ist und wie schnell man sich bewegt. Ein unangenehmes Geschenk. Gnaeus Flavius, ein loyaler Diener des Staates und doch ein Mann mit einem fragwürdigen Talent für Ästhetik, hat eine Statue zu Ehren von Publius Sempronius Sophus im Auftrag gegeben. Die Bürger versammeln sich von weit und fern und als die Enthüllung stattfindet, steht Gnaeus Flavius einfach da, die Arme verschränkt und mit einem kleinen Grinsen in seinem Gesicht. Wieso ist die Statue so hässlich? Das ist grauenhaft, können wir ausschreien. Dadurch würden wir Beliebtheit verlieren. Wir haben aktuell einen Wert von 59, das wäre sehr schlecht. Oder wir könnten sie zerstören, dann verlieren wir nur 5 Punkte Beliebtheit. Aber Gnaeus verliert 20 Loyalitätspunkte. Er hat aktuell eine Loyalität von 46 und sobald die dann unter 30 ist, das wird dann schon etwas problematisch. Ne? Man sieht ja auch, er ist Mitglied der Populistenfraktion. Das ist die Fraktion, die am nervigsten ist, beziehungsweise die keine Boni gibt. Und das sind so die Quertreiber, die immer ein bisschen so mit Querelen bei uns in der Regierung reinsticheln. Wir werden mal ausschreien, das ist grauenhaft. Wir verlieren dann zwar Beliebtheit, aber ich denke mal, wenn wir den Krieg gewinnen, dann gewinnen wir auch wieder etwas Beliebtheit. So, wir schauen mal, was unsere Verbündeten machen. Die laufen aktuell wie aufgescheuchte Hühner kreuz und quer durchs Land. Und wir werden mal beobachten, was hier jetzt passiert. Er läuft jetzt mit 13.000 wieder hier hoch. Eventuell greift er uns auch an. Hier oben stehen 9.000. Wir können jetzt hier nicht reinmarschieren, weil hier diese Festung ist. Das heißt, er ist geschützt aktuell. Wir müssen erst diese Festung belagern, damit wir hier
weiter hochlaufen können. Wir könnten hier reinlaufen, aber nicht auf direktem Weg, sondern unten herum über unsere Provinzen und über unsere Verbündeten, was natürlich ein viel zu großer Umweg ist. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir eventuell hier stehen bleiben. Ich würde mal sagen, wir teilen uns nochmal auf, bleiben erstmal hier stehen und belagern diese Festung. So, hier kommen jetzt 3000 Einheiten, die erstmal hier stehen bleiben. Vielleicht greift er auch uns an hier. Wir müssen auf alle Fälle unsere Einheiten hier aufteilen, damit wir nicht zu viel Verschleiß haben. So, und was wir jetzt sehen ist, wir haben hier nicht mehr minus 100% und der Balken füllt sich, sondern minus 35%. Wenn wir mal kurz abwarten, wenn sich der Balken gefüllt hat, was dann passiert, dann sehen wir auch den Unterschied zu Städte, die keine Festung haben. Wir sind jetzt ein paar Prozent besser geworden, von minus auf minus 28. Ich glaube, minus 32 waren es vorher, auf minus 28. Das heißt, das hat sich nur geringfügig verbessert. Und das heißt für uns natürlich, eine Belagerung einer Befestigung dauert natürlich um einiges länger. Wenn wir mal hier reingehen, dann sehen wir auch, dass hier aktuell die Belagerung läuft. Ich will jetzt gar nicht lange mit den Details hier das erklären, wie eine Belagerung abläuft. Das wäre eventuell mal ein Inhalt für ein späteres Tutorial. Wichtig ist nur, dass man mindestens 5000 Einheiten braucht, um eine Festung der Stufe 1 zu belagern. Eine Festung der Stufe 2 braucht dann schon 10.000 Einheiten. Das ist wichtig. Ansonsten funktioniert das nicht. Es gibt eine Garnison in dieser Stadt, in dieser Festung. Festungsstufe 1 ist klar. Wir haben eine zusätzliche Festungsverteidigung von 25% und wir haben hier unten ein Würfelergebnis. Und die Belagerung läuft jetzt folgendermaßen ab, dass rundenbasiert immer nach ein paar Sekunden gewürfelt wird. Und wenn ein erfolgreicher Wurf ausgeführt wird, dann steigt der Belagerungswert. Und wenn wir dann irgendwann mal von minus 30, minus 40 auf vielleicht 40 oder 50% plus kommen, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann die Belagerung durchgeführt wird. Das heißt für uns, wir müssen jetzt erst einmal nur abwarten, einfach mal hier unsere Stellung halten und weiterhin hier einfach stehen bleiben, damit wir über kurz oder lang diese Festung einnehmen. Ich bin mal gespannt, ob die KI uns das hier lässt, weil eigentlich hätte er ja die Einheiten, er hätte hier oben 9000, er hat hier unten 13.000, dass er hier uns insgesamt angreift. Aber momentan läuft er nur von einem Eck ins andere und macht gar nichts. Ich gehe mal von der Geschwindigkeit hier auf die Stufe 4, damit es etwas schneller geht. Wir sehen auch, dass hier unten 21.000 unserer Verbündeten angekommen sind, die momentan Aternum belagern, wo auch eine Festung der Stufe 1 sich befindet. Also aktuell nehmen wir ihn ganz schön hier in die Zwickmühle. Wir haben ein weiteres Handelsangebot bekommen, das ich immer noch ablehnen werde. Wir können mal eben, ich gehe mal eben kurz in die Handelsübersicht und aktiviere eine Option und bin schon wieder draußen, damit wir uns das später anschauen können. Nicht verwirren lassen. Ja. Das schauen wir uns alles in Ruhe an. Wichtig ist, wenn wir auf so einer schnellen Spielgeschwindigkeit spielen, dass man im Auge behält, was passiert. Gerade wenn die Zeit so schnell hier läuft, ist es schnell mal passiert, dass er hier nicht mehr quer läuft, sondern zum Beispiel hier reinläuft und uns angreift. Wir passen dann nicht auf, lassen unsere 10.000 Einheiten einfach hier stehen und die 10.000 Einheiten werden aufgerieben. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen müssen wir hier immer ein Auge auf die entsprechenden Einheiten werfen. Wir sehen jetzt, mittlerweile ist die Belagerung bei 0% angekommen und wird auch weiter noch steigern. Und je nachdem, wie gut wir im Belagern sind und wie gut unser Anführer im Belagern sind, je nachdem, wie gut der ist, umso schneller geht dann auch die Belagerung vorwärts. Wir haben aktuell 14%, was schon richtig gut ist, und wir warten ab, dass wir auf die 40-50% kommen, und dann sollte alles relativ schnell gehen. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt greift er uns an. Man sieht es hier.
Er läuft mit seinen 13.800. Er läuft hier rein. Ich mache mal die Geschwindigkeit wieder zurück. Aber wir haben den Vorteil, dass hier zum Beispiel die 4.000 uns zu Hilfe kommen. Und wir werden natürlich mit unserem 10.000 auch hier reinlaufen. Und werden hier... Ah, jetzt hat er sich wieder anders überlegt. Da hat er wieder umgedreht. Hat er gesagt, nee, das ist mir jetzt zu viel, wenn hier die 10.000 kommen, die 4.000. Deswegen bleiben wir auch erstmal hier stehen. Und das ist genau die Vorgehensweise, die wir vorhin uns angeschaut haben mit dem Schlosssymbol. Hätte er jetzt ein Schlosssymbol bereits an seiner Armee gehabt, hätte er also quasi schon mehr als 50% der Strecke zwischen Peltunium und Interamnia zurückgelegt, dann könnte er seinen Fortschritt nicht mehr abbrechen. Er müsste hier reinlaufen und er müsste gegen uns kämpfen. Aber dadurch, dass er das noch nicht gemacht hat, hat er nochmal einen Rückzieher machen können und hat hier in der Stadt verbleiben können. So, jetzt greift er uns nochmal an. Wir haben hier ein rotes Symbol. Zum einen, weil sie eine stärkere Armee haben, sie haben einfach mehr Einheiten, und weil das Gelände zu ihrem Vorteil ist, weil sie aktuell diese Stadt auch noch beherrschen. Sobald wir die übernehmen, sobald wir die erfolgreich belagert haben, gehört die Stadt theoretisch Krieg jetzt uns und wir hätten den Vorteil, aber derzeit haben wir das noch nicht. So, wir werden nochmal schauen, ob wir ihn abschrecken können. Offenbar lässt er sich, doch, er lässt sich wieder abschrecken, sehr schön. Wir müssen einfach ein bisschen Zeit rauszögern, damit wir hier die Belagerung fertigstellen können. Solange er sich nicht traut, hier reinzulaufen, ist alles in Ordnung. So, jetzt kommen nochmal 14.000 hier von unseren Verbündeten. Und die greift jetzt offenbar eher an, hier drüben, beziehungsweise die 4.000. Mit seinen 10.000 kommt er am 10. Februar hier drüben an und er kommt am 15. Februar hier an. Das heißt, die sind dann schon weg. Und er hat jetzt auch ein Schlosssymbol dran. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach hier stehen bleiben in dieser Stadt, sondern muss erst hier hochlaufen und kann dann erst wieder zurücklaufen zu dieser Stadt, um den 4.000 zu helfen. Die 4.000 versuchen noch zu flüchten. Das wird aber nicht mehr funktionieren. Die 4.000 verlassen die Stadt am 25. Februar. Er kommt aber am 15. Februar schon an. Das heißt, hier kommt es zum Krieg. Und ja, da kann er jetzt eigentlich nichts machen. So, wir haben die Belagerung gewonnen. Hier oben, man sieht es am gestreiften Feld hier. Und die Beliebtheit hat sich jetzt auch nochmal erhöht. Das heißt, wir können jetzt quasi mit unseren Einheiten hier reinlaufen und uns zum Beispiel um die 10 hier kümmern. Oder wir laufen hier rein und kümmern uns um die 13 hier drüben. In der Hoffnung, dass wir die ja vernichten können. Wenn wir allerdings jetzt zu spät kommen, ist natürlich auch schlecht. Wir schauen mal, oh, das wird schlecht. Wir bleiben erstmal hier stehen. Wir kommen nicht mehr rechtzeitig hier an, um ihm zu helfen, leider. Und der Nachteil wäre dann, dass wir mit 10.000 hier gegen die 13.000 antreten müssten. Wäre auch nicht so gut. So, er läuft auf alle Fälle jetzt hier rein mit seinen 10.000 Einheiten, kommt am 3. und am 4. März an. Es kommt nochmal zum Krieg. Das heißt, wir werden ihm auf alle Fälle helfen. Und dann heißt es hier 20 bzw. 30.000 Einheiten gegen diese 13.000 Einheiten. Wann kommen wir an? Wir kommen an am 19. März. Das dauert einfach noch. Ich hoffe, er kann noch aushalten. Das wird schon sehr knapp jetzt. 14. März. Halte durch, Verbündeter! Und da sind wir auch schon. Wir haben die Armee jetzt automatisch verstärkt. Und da er jetzt schon länger im Kampf ist, hat er natürlich jetzt das Nachsehen. Wir können uns ja mal den Kampfbildschirm anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier die Disziplin. Jeder hat 105 Disziplin aktuell. Jeder hat hier einen Anführer in seiner Armee. Jeder hat eine entsprechende Technik gewählt. Das ist jetzt aktuell nicht so wichtig für den Kampf. Und dann wird wieder ausgewürfelt, wann welche Reihen welchen Angriff machen und wer dann letztendlich gewinnt. Wichtig für den Anfänger ist eigentlich nur, du musst schauen, dass du einen General in deiner Armee hast und du musst schauen, dass du eine größere Anzahl an Einheiten hast. Dann bist du erstmal auf der sicheren Seite. Das ist nicht immer so, aber so für die Anfangstheorie kann man das einfach mal gelten lassen. Und die speziellen Techniken, dass man dann bestimmte Einheiten gegen bestimmte Feinde zu Felde treten lässt, die kommt dann erst später, wenn man etwas fortgeschrittener ist.
So, wir haben gewonnen und sehen daraufhin einen Schlachtenüberblick und sehen, wer hier überhaupt gekämpft hat, wie viel Verluste es gegeben hat und ja, was wir überhaupt gemacht haben. Wir haben 3.292 unsere Truppen verloren, unsere 20.000 Truppen, und sie haben aber von ihren 13.000 5.806 Truppen verloren. Und das hört sich doch schon mal gut an. Und jetzt ist es so, dass nach einer verlorenen Schlacht die Einheit nicht automatisch verschwindet, sondern die zieht sich in eigenes Land zurück. Die ist quasi im Rückzug hier stets. Und man sieht es auch an der weißen Flagge. Und die bewegt sich jetzt zurück in eigenes Land, regeneriert sich wieder und kann dann erst wieder angreifen. Wir können die jetzt auch momentan nicht angreifen, weil die einfach auf der Flucht ist, zerstreut ist und deswegen erst wieder angreifbar ist, sobald sie sich gesammelt hat. Okay, da wir hier unten alles erledigt haben, werden wir uns jetzt hier hochbegeben und werden hier reinmarschieren. Wir haben gesehen, dass hier diese Stadt automatisch belagert worden ist. Das ist auch neu im Spiel. Sobald wir eine angrenzende Festung erfolgreich belagert haben, kümmert die sich auch um umstehende Städte, die keine Festungen haben. Das heißt, in früheren Spielen musste man dann eben separat immer hier die ganzen umliegenden Städte, beziehungsweise Provinzen waren das da damals noch, musste man immer separat belagern. Das ist jetzt in diesem Fall nicht mehr so. Sobald wir hier die Festung belagert haben, werden umgrenzende Städte automatisch belagert. Bis auf Städte natürlich, die eine eigene Festung haben. Gut, wir haben hier aktuell einen Kriegsstand jetzt von 42%, knapp die Hälfte erreicht. Wir machen uns auf den Weg hier hoch und versuchen mal, dass wir eventuell einen Kampf gegen die 10.000 hier oben ins Feld ziehen. Aber offenbar ist er jetzt gerade eben irgendwohin verschwunden. Gleichzeitig habe ich noch gesehen, dass wir eine weitere Erfindung wählen können. Wir haben 126 Zivilmachtspunkte. Das heißt für uns, wir können wieder ein bisschen schauen, ob wir irgendwas aktuell brauchen können. Und mittlerweile sieht man auch schon, wie die Stufe ansteigt. Ein Viertel ist überall ungefähr gefüllt und ein bisschen Zeit muss noch vergehen, bis wir hier entsprechend die Stufe erhöhen können. Was können wir denn gebrauchen für eine Technologie? Armee-Moralerhöhung hört sich doch schon mal ganz gut an. Omen-Stärken, Stärke 5% mehr. Reputation, Anspruch finieren. Ich würde mal sagen, wir gehen eher auf Militär. Wobei hier auch nur wieder für die Schiffe was ist und für die Anfangserfahrung von Einheiten. Wir könnten auf die Militärtechnologie Forschungsgeschwindigkeit gehen. 5% mehr, das machen wir. Dann haben wir hier eine Steigerung von 105 auf 110%. So, während wir jetzt hier darauf warten, dass die hier hochziehen, müssen wir mal schauen, wo er jetzt hier mit seinen 11.000 hinläuft, ob er irgendwo hier rüberläuft und sich eventuell irgendwelche Städte zurückholen möchte. So. Den Handel schauen wir uns, wie gesagt, später an. Hier oben ist übrigens die Einheit, die gerade eben verloren hat. Und die zieht sich jetzt hier zu der Schlacht zurück. Aber zu ihrem Pech sind wir auch schon hier angekommen. Das heißt, mit unseren Einheiten warten wir quasi auf diese geprügelten Hunde und werden die gleich nochmal in einen Kampf verwickeln. Und dadurch, dass die relativ wenig Moral haben, aktuell 0,69 Punkte von 3,3, werden die den Kampf auch gleich wieder verlieren. Wir warten kurz ab. Man sieht es ja auch, die Moral war kein, da war kein voller Balken, sondern wirklich nur ein Drittel gefüllt. Und deswegen haben die hier überhaupt keine Chance gegen unsere Einheiten. Und man sieht es hier, die verziehen sich wieder, weil wir jetzt hier in der letzten Stadt stehen, die noch frei ist. So, dann schauen wir mal, eventuell müssen wir auch hier rüberlaufen, dass wir dann hier die ein oder andere Einheit uns noch holen. Wichtig ist auch, sich vorher immer auf die entsprechenden Festungsstädte zu konzentrieren, weil die mehr Kriegspunkte bringen. So eine Stadt wie hier oben, die einfach nur belagert wird jetzt von uns, die bringt nicht wirklich viele Kriegspunkte. Die sorgt nur dafür, dass die feindliche Einheit hier keine eigenen Einheiten
mehr ausheben kann. Aber ansonsten macht es keinen Sinn. Wir schauen mal, ob wir hier jetzt hier runterlaufen können, damit wir eventuell uns hier um diese Einheiten noch kümmern können. Wir haben jetzt 64%. Sobald wir das hier eingenommen haben, da sind wir bereits bei 42%, wird der Kriegspunktestand nochmal ordentlich steigern. Und ich denke, dann können wir auch in die Friedensverhandlungen gehen. So, man hat es gesehen, wir haben hier jetzt das belagert, beziehungsweise unsere Verbündeten, und der Kriegspunktestand ist jetzt auf 100% angestiegen. Das heißt, ideale Voraussetzungen, um Kriegsverhandlungen, Friedensverhandlungen natürlich, einzuleiten.